Wir sind in Berlin, wir stehen vor dem Reichstag. Mein Gast ist Professor Hans-Jürgen Papier. Sie sind lange Jahre Präsident des Bundesverfassungsgerichts gewesen. Wir wollen uns unterhalten über die Folgen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für Europa, für den Euro. Wir stehen vor dem Reichstag. Da im Bundestag ist das durchgewunken worden, jetzt auch vom Bundesverfassungsgericht. Über die Folgen sprechen wir jetzt. Professor Papier, diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die hat weitreichende Folgen. Sie haben immer wieder gesagt, eigentlich ist es nicht gut, dass so viel an Entscheidungen verlagert wird. In Ihrer Amtszeit haben Sie das schon beklagt. Wie ist das in diesem Fall? Deutschland ist eine parlamentarische Demokratie. Das heißt, das Parlament, die vom Volke gewählten Abgeordneten, haben nach dieser Idee der parlamentarischen Demokratie die Aufgabe, die Schicksalsfragen der Nation zu entscheiden. Und ich zähle mal die Fragen um den Euro, um die Stabilität des Euro zu diesen Schicksalsfragen der Nation. Also das erste Entscheidungsrecht muss hier beim Parlament liegen. Das Bundesverfassungsgericht hat eine wichtige Kontrollfunktion, aber es kann eben nicht die politische Entscheidung an sich ziehen und hat es auch immer vermieden, politische Fragen zu entscheiden. Aber wenn wir jetzt mal ganz kurz vom ESM, vom Fiskalpakt weggehen, von dieser Entscheidung, die jetzt erfolgt ist, ganz grundsätzlich gehen immer mehr Entscheidungen nach Karlsruhe. Auch Entscheidungen, bei denen Sie gesagt haben, in Ihrer Amtszeit, das muss eigentlich nicht unbedingt das Bundesverfassungsgericht erklären. Das Bundesverfassungsgericht wird sehr häufig angerufen, das ist richtig. Und das Bundesverfassungsgericht genießt auch, worüber ich eigentlich dankbar bin, hohes Vertrauen in der Bevölkerung. Aber man muss eben halt sehen, die parlamentarische Demokratie lebt auch von einem Mindestmaß an Vertrauen an die Parlamentarier, an die Handlungsfähigkeit des Parlamentes. Und es ist für die parlamentarische Demokratie auf Dauer gesehen nicht gut, wenn in der Bevölkerung, auch in den Medien, das Ansehen des Parlamentes, überhaupt der politischen Akteure, immer weiter herabsinkt, während das Vertrauen des Bundesverfassungsgerichts steigt. Das Letzte ist nichts, was ich beanstanden möchte, nur den Vertrauensverlust des Parlaments beklage ich. Und das wird natürlich dadurch befördert, dass eben immer mehr Entscheidungen verlagert werden nach Karlsruhe. Jedenfalls der Versuch unternommen wird, diese Entscheidung dorthin zu verlagern. Sie hatten ja in Ihrer Amtszeit jährlich so bis zu 5000 Versuche, das Bundesverfassungsgericht für Entscheidungen sozusagen haftbar zu machen, verantwortlich zu machen. Diese Zahl steigt weiterhin. Wie kommt es eigentlich dazu? Wir haben schon zu meiner Amtszeit Eingangszahlen von über 6000 gehabt pro Jahr. Das sind aber nun überwiegend individuelle Beschwerden von Bürgern, nicht nur gegen Gesetze des Parlaments, sondern in erster Linie gegen Einzelfallentscheidungen der Gerichte oder der Behörden. Ja, das liegt eben daran, dass die Bevölkerung so hohes Vertrauen in das Bundesverfassungsgericht hat. Meine Vorgängerin im Amt hat einmal gesagt, zu Recht, das Bundesverfassungsgericht ist gewissermaßen Opfer seines eigenen Erfolges geworden. Also das möchte ich im Grunde auch gar nicht beklagen. Ich halte es für sehr wichtig, dass jeder Bürger dieses Landes nach wie vor das Recht hat, das Bundesverfassungsgericht anzurufen, wenn er sich in seinen individuellen Grundrechten beschwert fühlt. Aber es gibt eben auch Verfahren, die sich gegen Gesetze des Parlaments wenden, bei denen ich sagen würde, hier hätte vielleicht nicht unbedingt Karlsruhe entscheiden müssen. Das hätte die Politik auch rechtzeitig bewältigen können, also von sich aus etwa die für inzwischen verfassungswidrig erkannten Gesetze bereinigen können. Aber man hat eben auf Entscheidungen in Karlsruhe gewartet. Solche Fälle gibt es. Aber der Großteil der Eingänge beim Bundesverfassungsgericht sind eben doch letztlich anders geartet. Das sind solche Individualbeschwerden von Bürgern, die gewissermaßen in Karlsruhe
ihre letzte Hoffnung sehen. Das kann man ja noch gut verstehen. Aber was man wenig verstehen kann, ist, dass die Politik, dass, sagen wir mal, auch die Regierung ganz gerne jetzt das Bundesverfassungsgericht anruft und bittet um Entscheidungen, bei denen man offenbar selber nicht so gerne entscheiden will oder bei denen man nicht dem Souverän, dem Volke sozusagen gegenübertreten will. Das ist aber doch eine ungute Entwicklung. Grundsätzlich ja, aber ich meine, dass diese Fälle doch begrenzt sind. Es gibt solche Dinge, sei es im Wahlrecht, sei es im Sozialrecht. Also man könnte hier einige Beispiele dafür anführen, die belegen, dass an sich die Politik hätte handeln können, handeln müssen, aber letztlich die Entscheidung aus Karlsruhe gewissermaßen abgewartet hat. Das kann darin begründet sein, dass man sich, sagen wir, im politischen Raum einfach nicht verständigen konnte. Das muss man ja auch immer wieder berücksichtigen, dass die politischen Rahmenbedingungen der modernen Gesetzgebung auch zu bedenken sind. Da gibt es Koalitionsregierungen, da muss der Bundesrat gegebenenfalls zustimmen. Also es ist vorstellbar, dass man sich eben halt in der Politik nicht einigen kann. Und dann ist es eben in der Tat so, dass letztendlich die Entscheidung in Karlsruhe fällt oder doch zumindest die Entscheidungsparameter vorgegeben werden, nicht? Sodass sich die Politik dann nachher später einigen kann. Denken Sie etwa an die letzte Entwicklung im Wahlrecht. Aber Sie sind Staatsrechtler und Sie haben auch mit Staatsrecht begonnen, auch in Ihrer Dozententätigkeit. Tut das einem Staat gut, in dieser Form Entscheidungen zu verlagern? Für die parlamentarische Demokratie ist das an sich nicht förderlich. Die parlamentarische Demokratie beruht eben auf der Idee, dass die Staatsgewalt vom Volke ausgeht, aber vom Volke eben nicht unmittelbar wahrgenommen wird oder wahrgenommen werden kann, sondern durch die vom Volke unmittelbar gewählten Repräsentanten. Und diese Aufgabe muss auch wahrgenommen werden. Gerade die haben ja, die hier drin sitzen, ein so schlechtes Image, was Sie eben angesprochen haben. Da kommt ein Missverhältnis zustande. Das ist an sich bedauerlich und das sehe ich mit einer gewissen Sorge, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Und diese Sorge wird nicht dadurch kompensiert oder ausgeglichen, dass das Ansehen des Bundesverfassungsgerichts immer weiter steigt. Wie gesagt, gegen den Ansehenszuwachs beim Bundesverfassungsgericht habe ich als ehemaliger Präsident natürlich nichts einzuwenden, aber mich bedrückt schon, dass die Bevölkerung, übrigens auch die Medien zum Teil jedenfalls, zu wenig Vertrauen in die Funktionsfähigkeit, in die Problembewältigungskompetenz der vom Volke gewählten Parlamentarier haben. Aber von diesem Vertrauen lebt die moderne Demokratie. Und wenn das schwindet oder gar sich irgendwann mal auf Null reduziert, dann ist das für die Lebensfähigkeit einer rechtsstaatlichen Demokratie nicht gerade förderlich. Dann kommen wir im Grunde zu Europa zurück, nämlich zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von vor einem Jahr. Da ging es um die Griechenlandhilfe und da hat das Bundesverfassungsgericht noch mal sehr deutlich gesagt, da muss das Parlament eingebunden werden. Das muss nicht nur informiert werden, sondern das muss auch darüber entscheiden. Hat den Ball im Grunde zurückgespielt. Also ich kann ganz deutlich sagen, dass das Bundesverfassungsgericht und zwar eigentlich seit Jahrzehnten immer wieder den Versuch unternimmt, die Rechte des Parlaments zu stärken und die Entscheidungskraft der Parlamente zu befördern. Ja, manchmal müssen die Parlamente gewissermaßen dazu direkt angehalten werden. Und das Bundesverfassungsgericht, jedenfalls kann ich das hier ganz deutlich sagen, für die Rechtsprechung beider Senate, war immer bemüht, nicht etwa die politischen Entscheidungen selber an sich zu ziehen, sondern eher die Aufgabe, die Bedeutung und die Aufgabenwahrnehmung durch das Parlament anzumahnen. Manchmal sogar, sagen wir mal, gegen den ursprünglichen Willen des Parlaments. Jetzt sind wir schon fast bei der Schuldfrage. Wenn wir sagen, die Parlamentarier, denen der Ball zurückgespielt wird bei den Entscheidungen, die haben ein so schlechtes Image. Wer ist es denn schuld? Sind es die Parlamentarier selber, die sich nicht gut
präsentieren als Repräsentanten des Bürgers? Sind es die Medien oder wodurch kommen die Bundestagsabgeordneten so schlecht rüber, sagt man in den Medien? Ich bin nicht in der Lage, gewissermaßen hier monokausale Erklärungen zu liefern. Also zu sagen, die Abgeordneten oder die Politik ist schuld. Oder zu sagen, die Medien sind schuld. Da fließen mehrere Dinge aneinander zusammen. Es ist nur eines klar, ein Vertrauensverhältnis muss beide Seiten im Auge haben. Also einmal diejenigen, die das Vertrauen spenden sollen, geben sollen, aber auch die, die das Vertrauen empfangen sollen. Und da ist offenbar in der modernen Parteiendemokratie einiges schiefgelaufen. Aber ich halte es für wirklich, für existenziell, für ganz wesentlich, was die langfristige Lebensfähigkeit der parlamentarischen Demokratie anlangt, dass in der Bevölkerung das Vertrauen in die von ihm ja selbst gewählten Parlamentarier jedenfalls mittel- und langfristig wieder entscheidend gestärkt wird. Denn es gibt keine Ersatzlösung in der Gestalt, dass nun die Bevölkerung ganz etwa auf Entscheidungen eines weisen Gremiums, und sei es des Bundesverfassungsgerichts, vertraut. Dieses Gremium ist wichtig zur Durchsetzung der Verfassung, zur Einhaltung des Rahmens der Politik, soweit er von der Verfassung gesetzt wird. Aber die politische Führung dieses Landes, die Bewältigung der Schicksalsfragen der Nation, die muss bei der Politik liegen. Wenn es um Schicksalsfragen geht, dann geht es im Augenblick vor allen Dingen um die Schicksalsfrage, was wird aus Europa? Wo geht es hin mit Europa? Herr Papier, da reden wir jetzt drüber. Ja, Europa, das scheint eigentlich nur noch eine Frage des Geldes zu sein, hat man im Augenblick den Eindruck. Eine Entscheidung über 700 Milliarden für einen Rettungsschirm ESM. Und wir reden eigentlich kaum noch über Europa selber, über die Idee von Europa. Ist das jetzt eigentlich nur noch eine Frage von sehr, sehr vielen Milliarden geworden? Es ist eigentlich bedauerlich, dass man im Zuge der Diskussionen um die Bewältigung der Finanzkrise eigentlich die Grundidee Europa ein wenig zurückdrängt in der öffentlichen Erörterung, in der öffentlichen Diskussion. Ich meine, Europa ist mehr, nicht, als die Währungsunion, als die Fiskalunion, die möglicherweise nun kommen wird. Aber ich glaube, dass sich die Bewusstseinslage auch wieder bessern wird in der Bevölkerung Deutschlands, aber auch in der Bevölkerung der anderen europäischen Staaten. Sicher, das Image Europas ist nicht gut. In Deutschland nicht, aber in den anderen europäischen Staaten auch nicht. Woran das liegt? Tja, auch hier wird man wieder mehrere Ursachen wohl festmachen können. Professor Papier, als Staatsrechtler, wie beurteilen Sie die Reihenfolge? Hätte man nicht zunächst mehr politische Union gebraucht und dann mehr Wirtschaft und Finanzen zusammenführen müssen? Im Nachhinein ist das eindeutig so festzustellen. Aber man muss eben auch sagen, dass selbst im Zeitpunkt der Einführung der Währungsunion gewichtige Stimmen vor den Gefahren gewarnt haben, die darin bestehen, dass man eine Währungsunion schafft, ohne gleichzeitig oder zuvor jedenfalls eine partielle politische Union begründet zu haben. Es ist keine Frage, dass eine Währungsunion ohne ein Mindestmaß der Vereinheitlichung, insbesondere des Finanz- und haushaltspolitischen Instrumentariums, gefährlich ist. Und diese Gefahren haben sich im Grunde jetzt oder seit einigen Jahren realisiert. Und es ist jetzt nahezu unerlässlich, will man die Währungsunion erhalten, will man sie stabilisieren, für ein Mindestmaß an Vergemeinschaftung der jedenfalls finanzpolitischen Regularien und Instrumente Sorge zu tragen. Das wird unerlässlich sein.
das Gefühl der Menschen, der Bürger in Deutschland, aber auch in Europa insgesamt, Europa gegenüber, ist gar nicht so euphorisch, so begeistert. Wenn wir in die Kuppel da oben am Reichstag schauen, da gucken sich viele das deutsche Parlament an. Das ist ihnen viel, viel näher natürlich als Brüssel, als das, was dort verhandelt wird. Ist da möglicherweise auch von der Politik zu wenig erklärt worden, was Europa für die Bürger eigentlich bedeutet? Es ist gar nicht zu leugnen, dass in Deutschland, aber auch in den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine große Europaskepsis besteht, wenn nicht sogar eine Europafeindschaft. Das ist sehr, sehr beklagenswert. Man kann sich nur fragen, woran liegt das? Wie kann man diese negative Grundstimmung wieder beseitigen, wieder verbessern? Ich glaube, dass die Fehler der letzten Jahrzehnte darin bestehen, dass Europa sich immer weiter ausgedehnt hat. Ich meine, das ist gar nicht so geografisch, sondern was die Intensität der Regulierung anlangt. An sich sollte ja für die europäische Idee der Grundsatz der Subsidiarität gelten. Das heißt, die Union, also die Gemeinschaft, soll an sich nur dann handeln, wenn die betreffende Aufgabe von den einzelnen Mitgliedstaaten nicht oder nicht hinreichend wahrgenommen, erledigt werden können. Dieser Grundsatz der Subsidiarität ist an sich ein altes Rechtsprinzip der Europäischen Union, aber es ist in den letzten Jahrzehnten schlicht missachtet worden. Man kann sich ja schon fragen, muss denn Europa etwa die Bestimmung eines Vogelschutzgebietes, eines Naturschutzgebietes bestimmen? Muss Europa sich anschicken, über die Bezeichnung Apfelwein zu befinden oder über den Inhalt der sogenannten Überraschungseier Sorge tragen? Also ich will sagen, viele Fragen des Umweltschutzes, des Verbraucherschutzes, des Naturschutzes, des Landschaftsschutzes müssen doch nicht unbedingt zentralistisch, einheitlich durch Europa bestimmt werden. Und von dieser Tendenz der Überregulierung, der Zentralisierung ist die Bevölkerung in Deutschland, aber auch anderswo etwas abgeschreckt worden und eigentlich von der Europa-Idee ein wenig verschreckt worden. Und das muss man wieder beseitigen. Also meine Vorstellung ist, dass Europa nicht ständig irgendwie über Ausbau nachdenkt, sondern auch über mal einen gewissen Umbau. Das heißt, wenn das finanzpolitische Instrumentarium zur Erhaltung der Währungsunion gestärkt werden soll, dann sollte das auch geschehen. Auf der anderen Seite kann das vielleicht durch eine Rückverlagerung von Zuständigkeiten im Bereich des Verbraucherschutzes, des Naturschutzes, des Umweltschutzes an die Mitgliedstaaten kompensiert werden. Sie haben ja Ähnliches gemacht in Ihrer Zeit, als Sie Präsident des Bundesverfassungsgerichts waren. Sie haben bei bestimmten Fragen, die an das Bundesverfassungsgericht herangetreten sind, zum Beispiel im Raucherschutz, beim Ladenschluss etc., das eigentlich quasi wieder zurückverwiesen. Sie haben gesagt, das sollen doch gefälligst die Länderparlamente entscheiden. Ist das eine ähnliche Reaktion gewesen, dass Sie gesagt haben, das muss man eigentlich zurückbauen, das muss man nicht alles von der obersten Instanz entscheiden lassen? Das ist im Grunde die gleiche Idee. Auch im Bundesstaat Deutschland haben wir ja ähnliche Tendenzen erlebt wie im Verhältnis der Mitgliedstaaten zu Europa. Auch im deutschen Bundesstaat sind über Jahrzehnte immer mehr Zuständigkeiten, Kompetenzen auf den Bund abgewandert oder an den Bund abgewandert, sodass im Grunde die Zuständigkeiten der Länder und insbesondere der Landesparlamente geradezu gegen Null tendierte. Die Föderalismusreform vor einigen Jahren hat ja versucht, wieder einige Zuständigkeiten auf die Länder zurück zu übertragen. Und dazu gehört zum Beispiel die Frage des Nichtraucherschutzes, also das Gaststättenrecht, Ladenschlussrecht und so weiter. Also es ist im Grunde eine ähnliche Idee, die auch im Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten und Europa gilt. Aber was ist die Gefahr, wenn wir das immer weiter nach oben verlagern, wenn wir das nicht nur in Deutschland dem Bundesverfassungsgericht als Entscheidung anheimgeben, sondern auch in Europa immer im Grunde genommen eine Ebene höher gehen und sagen, macht ihr das doch da oben für alle? Also es hat sich gezeigt,
dass wirkliche, vitale Demokratie am besten in kleineren Einheiten funktioniert. Ich will sagen, je größer die politische Einheit ist, desto schwächer werden die demokratischen Willensbildungs- und Entscheidungsmechanismen. Das kann man in Europa ganz deutlich feststellen. Natürlich ist Europa auch inzwischen in einem gewissen Maße parlamentarisiert. Wir haben ein europäisches Parlament, aber wir haben auf der europäischen Ebene keine vergleichbare parlamentarische Demokratie wie auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Und es wird auch schwer sein, das wirklich zu etablieren, angesichts der Größe, der Heterogenität der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Deshalb glaube ich, wenn man den Gedanken der vitalen, der lebendigen Demokratie und der Subsidiarität stärker betont, dann wird das zwangsläufig dazu führen, dass wir der Tendenz, alles nach Europa abzugeben, ein wenig Einhalt geboten wird. Wie reagieren Sie auf den Begriff, der ja immer wieder jetzt auch im Zusammenhang mit der Frage, soll erst mehr Wirtschaft und Finanzen zusammengeführt werden oder soll mehr Politik zusammengeführt werden, auftaucht, nämlich der Vereinigten Staaten von Europa? Ist das ein Begriff, der für Sie vorstellbar ist? Vorstellbar ist er schon, der Begriff. Aber ich glaube, Europa ist noch nicht so weit, diese Zielsetzung zu verfolgen. Vereinigte Staaten von Europa bedeutete ja, dass Europa ein Staat wird. Es müsste ein europäisches Staatsvolk existieren. Wir müssten eine europäische Parteienlandschaft haben. Wir müssten eine europäische Medienöffentlichkeit haben. Denn Demokratie funktioniert nicht ohne leistungsfähige Medien. Und in dem Moment, in dem man keine europäische Medienlandschaft hat, ist das notwendige Maß an Transparenz, das für Demokratie nötig ist, nicht oder noch nicht gegeben. Also ich bin etwas skeptisch, derzeit schon die Idee eines Vereinigten Staaten von Europa zu verfolgen, weil die tatsächlichen Voraussetzungen für eine parlamentarische Demokratie vergleichbar der in den Mitgliedstaaten für Europa in meinen Augen noch etwas utopisch ist. Aber was bedeutet dann diese fundamentale finanzielle Krise in Europa, die wir versuchen mit riesigen Rettungsschirmen aufzuhalten oder sogar zu, im Grunde für nichtig zu erklären? Zumindest aus Politikerwort ist das herauszuhören. Was bedeutet das dann für Europa? Ist da nicht die Gefahr, dass der Bürger, zum Beispiel auch in Deutschland, der sagt, ich muss also für Europa jetzt für den Erhalt enorm viel ausgeben und es wird ja eher noch mehr Europa-Feindlichkeit, haben Sie eben gesagt, entsteht? Ja, wir müssen eben uns dafür hüten, immer nur den Weg der weiteren Europäisierung zu beschreiten. Wir müssen Europa sinnvoll ausbauen und wir müssen Europa nach den gegebenen Möglichkeiten ausbauen. Europa darf nicht an einer, ich sag mal, Überdimensionierung zugrunde gehen. Darin sehe ich im Augenblick die größte Gefahr. Wir müssen natürlich den Menschen in diesem Land immer wieder sagen, dass Europa für die Deutschen, aber auch für die anderen Völker Europas ein großer Segen war. Europa hat die bisher größte Friedensunion auf diesem Kontinent gebracht, hat nicht nur den Deutschen im Grundsatz, im Prinzip ein hohes Maß an Sicherheit, an Wohlstand, an Prosperität gebracht. Das darf man doch nicht vergessen, nicht? Und das darf man aber auch nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Also ich glaube, dass es unumgänglich sein wird, das fiskalpolitische Instrumentarium in Europa weiter auszubauen, um eben die Währungsunion zu schützen, zu erhalten, sie funktionsfähig zu bewahren. Aber auf der anderen Seite auch die Grundsätze der Demokratie und der Subsidiarität weiter im Auge zu behalten, was eben bedeutet, dass man eben auf vielen Politikfeldern eben nicht der Tendenz
weiter nachgeht, alles nach Europa abzugeben, sondern dass man, was sinnvollerweise auch auf der Mitgliedstaatsebene erledigt werden kann, dass man das auch dort erledigt. Ja, jetzt redet ganz Europa von der Rettung Europas. Da gibt es dann in der Geldpolitik die Möglichkeit der EZB, alle Staatsanleihen aufzukaufen, unbegrenzt, gerade entschieden. Es gibt in der Fiskalpolitik jetzt den ESM legalisiert, auch sozusagen vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet. Und es wird wahrscheinlich bei der EZB eine europäische Bankenkontrolle geben. Und jetzt machen wir quasi den zweiten Schritt wieder, Finanzen und Wirtschaft zu vereinheitlichen. Ist das nicht wieder der falsche Schritt, bevor man mehr Politik und mehr den Bürger einbringt für Europa? Ja, man muss halt die Zwänge auch sehen, nicht? Wir müssen unterscheiden zwischen den Aufgaben, die sich jetzt unmittelbar stellen, um die gegebene Krise zu bewältigen, und den eher langfristigen Perspektiven oder Zielen. Es ist im Augenblick wohl unumgänglich zur Erhaltung, Stützung der Währungsunion, entsprechende fiskalpolitische Maßnahmen zu ergreifen, insoweit also die Vergemeinschaftung etwas auszubauen. Wir müssen halt sehen, die Währungsunion ist damals eingeführt worden durch eine Entscheidung der Völker der Europäischen Union, und es muss nun alles daran gesetzt werden, das ist jedenfalls meine Auffassung, diese Währungsunion zu sichern, zu schützen und zu erhalten. Geld soll jetzt Europa retten. Hunderte von Milliarden stehen zur Disposition, um das möglicherweise zu schaffen oder auch nicht. Wenn Europa durch diese vielen Milliarden nicht gerettet wird, hat das unabsehbare Folgen, auch für den einzelnen Bürger. Darüber müssen wir noch mal sprechen. Ja, wir sind am Kanzleramt hier in Berlin. Wenn wir sprechen über Europa, dann sprechen wir möglicherweise über eine sehr unsichere Zukunft. Was passiert, wenn Europa trotz aller Bemühungen, auch der Bemühungen der Kanzlerin, auseinanderbricht? Ich wage es nicht, mir das vorzustellen. Und ich möchte eigentlich an ein solches Ergebnis auch nicht denken. Das wäre verheerend für diesen Kontinent, denn bei aller Kritik an gewissen Entscheidungen auf europäischer Ebene und bei aller Kritik an bestimmten Entwicklungen wird man doch nicht umhin kommen, ganz eindeutig festzustellen, dass die europäische Einigung das größte historische Ereignis im positiven Sinne war, das dieser Kontinent jemals erlebt hat. Und deshalb wäre es fatal, wenn Europa aufgrund dieser gegenwärtigen Finanzkrise nun scheiterte. Das ist auf jeden Fall zu verhindern. Wenn die Politik daran festhält und wenn auch die Wirtschaft weiterhin das Interesse hat, Europa zusammenzuhalten, in einigen Staaten, unter anderem auch in Griechenland, wahrscheinlich aber irgendwann auch in Spanien und Italien, ist Widerstand. Ja, es gibt ja Widerstand gegen Europa inzwischen überall. Ich darf nur daran erinnern, dass zum Beispiel der Verfassungsvertrag aufgrund von Volksabstimmungen in Frankreich und in den Niederlanden gescheitert ist. Also diese euroskeptische, europaskeptische Stimmung gibt es ja nicht nur in Deutschland oder in Griechenland, sondern sie gibt es eben auch in anderen europäischen Staaten. Deshalb wird man auch die Europäer nicht überfordern dürfen. Man wird bei der europäischen Integration, bei der Vornahme der weiteren politischen Schritte auch auf die Stimmungen und auf die Wünsche der Bevölkerung der europäischen Staaten Rücksicht nehmen müssen. Europa darf nicht weiterhin gewissermaßen von oben, gewissermaßen am Reißbrett entwickelt werden, von einer bestimmten politischen Elite, sondern man muss zunehmend und verstärkt auch auf die Befindlichkeiten, auf die Wünsche und auf die Anliegen der Völker der Europäischen Union Rücksicht nehmen. Aber Sie haben umgekehrt gesagt, jetzt könnte man sehr schnell zu der Idee kommen, dann lasst doch über Europa abstimmen in allen Ländern. Sie haben gesagt, mit diesen Volksabstimmungen, mit diesen Bürgerbeteiligungen muss man vorsichtig sein. Ja, es ist in der Tat in der deutschen Verfassungsrechtsordnung ja derzeit jedenfalls gar nicht vorgesehen. Also man müsste das Grundgesetz ändern, wenn man eine Volksabstimmung in Europafragen einführen wollte.
Darüber kann man natürlich diskutieren, aber das ist im Grunde im Augenblick keine Antwort auf die drängenden Krisen oder auf die anstehenden Krisenmanagementmaßnahmen. Von Anfang Ihrer Tätigkeit als Jurist hat Sie Staatsrecht fasziniert, interessiert. Gibt es irgendeine Art von Vorbild, nach dem man sich jetzt orientieren könnte in dieser großen Krise in Europa? Ich fürchte, nein. Denn die europäische Staatengemeinschaft ist, glaube ich, eine neuartige und, wenn man so will, originäre Institution. Der Nationalstaat des vorigen Jahrhunderts oder der vorigen Epochen, der hat wohl ausgedient. Die klassische nationalstaatliche Souveränität gibt es nicht mehr im europäischen Kontext. Spätestens mit der Übertragung der Währungshoheit auf die Union sind ja klassische Souveränitätsrechte eines Staates oder der Staaten abgegeben worden, aber auch durch vielerlei andere Übertragungen von Hoheitsrechten gibt es seit langem den souveränen Staat als Mitgliedstaat der Europäischen Union nicht mehr. Aber es ist auch noch nicht, finde ich, rechte Zeit für die Entwicklung eines europäischen Staates oder eines europäischen Bundesstaates, weil doch die Voraussetzungen für einen demokratischen Bundesstaat auf europäischer Ebene noch nicht in jeder Hinsicht erfüllt sind. Sodass, glaube ich, die Forderung nach den Vereinigten Staaten von Europa etwas verfrüht wären. Es wird also eine, ich sage mal, doch einmalige, in dieser Hinsicht kann man sagen, originäre Staatenverbindung bestehen. Sie besteht ja jetzt schon, aber sie wird sich wahrscheinlich weiterentwickeln, gerade in Bezug auf die Finanzpolitik, die Haushaltspolitik der einzelnen Mitgliedstaaten, auch die Wirtschaftspolitik. Es wird also wahrscheinlich weitere Integrationsschritte in diese Richtung geben, aber der Weg zu einer eigenen Staatlichkeit, der ist dann doch meines Erachtens im Augenblick noch nicht einzuschlagen. Und jetzt müssen wir leider auch noch zum Schluss dazusetzen, gerade bei den jüngeren Bürgern, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern, ist das Gefühl für Europa gar nicht so verbreitet, gar nicht so ausgeprägt, wie man es eigentlich annehmen müsste und wie man es sich wünschen müsste für die Zukunft von Europa. Kommt da auch, sagen wir mal, von politischer, von bürgerlicher Seite ein fundamentales, ja, Vertrauensproblem auf Europa zu? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist schon etwas beunruhigend, dass die Jugend Europas offenbar noch eine, ich möchte mal sagen, fast gesteigerte Europaskepsis an den Tag legt als etwa meine Generation. Ich meine, da muss man entgegensteuern. Man muss wieder Europa, das Europa-Interesse in der Bevölkerung der Mitgliedstaaten wecken, weil es, da bin ich fest überzeugt, wirklich keine wirkliche Alternative zu Europa gibt. Aber man darf eben Europa auch nicht überfordern. Man darf die Europäer auch nicht überfordern. Nicht indem man den Weg zu einem vereinigten Europa überstürzt beschreitet und die Bevölkerung, die Völker Europas einfach nicht mitnimmt. Aber das, was wir vielleicht als Ziel durchaus beide uns vorstellen können, eine wirkliche Integration in Europa, wird die in der nächsten oder vielleicht in der übernächsten oder überhaupt nie funktionieren? Das weiß ich nicht. Also es wird jedenfalls in dieser und in der nächsten Generation meines Erachtens noch nicht Wirklichkeit werden. Dafür ist einfach die Stimmung oder dafür ist einfach die Bereitschaft in Europa nicht gegeben. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern es gilt auch für die Völker der anderen europäischen Mitgliedstaaten. Ich glaube nicht, dass in Frankreich, im Vereinigten Königreich, in Italien oder anderswo derzeit überhaupt eine Bereitschaft besteht, einen europäischen Bundesstaat zu gründen. Herr Papier, danke für das Gespräch.